Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder The Bookwalker. Schön, dass ihr mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ordentlich was geschafft, würde ich sagen. Und wir sollen jetzt der Dame hier 2 Säcke Sand geben. Das ist die Währung hier. Und die hilft uns dann, dahin zu kommen, wo wir hin müssen. Hier fallen die 2 Beutel mit rotem Sand auf, die du bei dir trägst. Wie geht's, Mr. Nariano? Sie nickt. Wir hätten uns auch so einigen können, oder? Warum hast du nichts gesagt? Mr. Nariano versteht sich besser auf solche Gespräche. Schön für ihn, aber ich musste 8 Beutel Sand dafür bezahlen. Sand kommt und Sand geht, wie wir immer sagen. Sie lächelt. Und wie geht es, Mr. Nariano? Er hat ganze 8 Säcke mit Sand abgegriffen. Kommen wir zur Sache. Moment, wenn wir jetzt gehen, können wir nicht mehr hierher zurückkehren. Hast du wirklich alles erledigt? Gehen wir. Du wirfst der Frau 2 Beutel Sand vor die Füße. Kommen wir zur Sache, mir bleibt nicht viel Zeit. Rausch. Zug 42, ihre Zeit ist um, verlassen Sie die Stadt, ich wiederhole. Scheint, als wäre deine Zeit schon um. Ist das ein Witz? Ich hab dich doch schon bezahlt. Die verdammten Wachen werden mich suchen. Und du? Sie schaut dich schweigend an und lächelt. Nur ein Scherz. Los geht's. Sie räumt einen kleinen Haufen Schrott von der Wand weg, um einen dort versteckten Hebel zu ziehen. Es ist offen. An deiner Stelle würde ich mich beeilen. Ins Rohr springen. Laufen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Selbstverständlich stinkt es im Rohr abscheulich. Hier mieft es ganz schön. Das hier ist nur der Ablauf für den Platz, also nicht die Kanalisation. Es könnte deutlich schlimmer sein. Das macht es nicht unbedingt besser, hä? So. Der Weg vor dir wird durch einen Haufen Müllbretter und Lumpen versperrt. Fast wie eine Barrikade. Den Haufen wegräumen, über den Haufen klettern. Du stocherst mit deinem Fuß unten am Haufen herum. Ein Müllbeutel scheint voller Steine oder Ziegel zu sein. Eine andere Stelle suchen. Du spürst ein weiteres hartes Objekt im Müll. Ich hoffe, das hält. Weiter. Als du hochsteigst, dein Gewicht draufstützt, rutscht dein Fuß ab und du fällst plötzlich zu Boden. Direkt auf die Nase. Aua. Hör auf rumzualbern. Weiter los. Dich auf den Sack voll Ziegel verlassen. Du stellst dich auf den Beutel und hängst dein Bein über die Bretterbarrikade. Über dein Hosenbein bleibt am Nagel hängen, der aus dem Brett ragt. An deinem Hosenbein ziehen. Eine Hand befreien und das Hosenbein vorsichtig vom Nagel ziehen. Verlagerst dein Gewicht nach rechts und versuchst, dein Hosenbein vom Nagel zu befreien. Ich komme nicht ran, verdammt. Komm schon, du hast es gleich. Oh, puh, dein Hosenbein ist befreit. Du hüpfst über den Rest der Barrikaden und landest auf den Füßen. Irgendwo über dir hörst du eine Stimme über das Funkgerät. Letzte Warnung, Etienne, Lokführer von Zug 42. Ihre Zeit ist um. Verlassen Sie unverzüglich die Stadt, sonst wird Ihr Zug beschlagnahmt. Du hattest recht. Es gibt definitiv kein Zurück. Müllbarrikade. Dein Weg wird von einem weiteren Schutthaufen versperrt. Dieser ist von unzähligen Glasscherben umgeben. Hier wäre ich vorsichtig. Einfach drüber springen. Du gehst ein Stück zurück und machst Platz, um Anlauf zu nehmen. Bist du sicher? Ich habe es satt, im Müll zu wühlen. Du hältst Anlauf, nimmst Tempo auf. Noch nicht. Du läufst weiter. Warum springst du nicht? Weiter? Ich weiß auch nicht. Ah, deine Augen schließen. Spring. Zu spät. Oh je. Lebst du noch? Du hast die ganze Barrikade mit deinem Körper umgewalzt. Das habe ich gespürt, ja. Alles in Ordnung? Ich bin mir nicht sicher, verdammt. Ich glaube, meine Schulter ist... Ach, du stehst mühsam auf. Ich war jetzt schon voll im Arsch. Ich glaube, das ist die letzte Barrikade. Na, dreckiger kann ich kaum noch werden. Hier spricht Lindev Junior. Ein Freudesturm naht. Er wird in 5 Minuten hier sein. Ein Freudesturm? Das klingt nicht übel. Nach dieser Müllhalde war ich sogar für einen normalen Sturm dankbar. Mir ist mittlerweile alles egal. Gnadenlos in die Barrikaden brettern. Den Haufen vorsichtig untersuchen. Ein Haufen Müll. Ich glaube, du kannst einfach drüber steigen. Über den Haufen steigen. Du
wippst vorsichtig ein Bein über den Haufen und bist einen Augenblick später auf der anderen Seite. Hm, das war ja einfach. Freudensturm in 3 Minuten. Ach komm, gehen wir schnell hoch. Okay, mal sehen, was es im oberen Viertel so gibt. Das ist jetzt das obere Viertel. Tür. Noch eine Tür, noch eine Tür. Verschlossen. Der Freudensturm ist da. Ich wiederhole, der Freudensturm ist da. Papa, bist du das? Du hörst, wie Sand sich ergießt. Er kommt näher. Schneller füllt das Geräusch dein gesamtes Bewusstsein. So, sorry. Kurze Unterbrechung gewesen. Musste niesen und alles. Ja, klar, mit dir gerecht. Plötzlich wirst du von einer so starken Emotion erfasst, dass du dich unfreiwillig vorlehnst. Fühlt sich, als würdest du in einem ruhigen Meer ertrinken. Es ist so friedlich. Du wendest deinen Kopf nach links und siehst deine Schwester hinter dir stehen. Du bist glücklich. Sie ist nicht mehr in Gefahr. Du schaust nach rechts und siehst deine Brüder. Sie sitzen neben dir. Alle 10 Brüder. Und du? Sie tragen einen Harnisch in einer seltenen Farbe. Du schaust an dir herunter und siehst, dass du denselben Harnisch trägst. Du berührst den Harnisch. Ein Stück fällt ab und verbrennt deine Hand. Das Bild verschwindet langsam. Die Vision endet und ein starkes, nostalgisches Verlangen erfüllt dich stattdessen. Etienne? Es ist schon Abend. Wie lange war ich weggetreten? Ziemlich lange. Lang genug, dass ich mir Sorgen um dich gemacht habe. Verdammt, wir müssen uns beeilen. Und, wie war's? Bizarr. Als wäre ich zu Hause gewesen. Das würde ich glatt wiederholen. Ist abgeschlossen. Dem Geruch nach kocht jemand darin Suppe. Müder Mann. Ein Mann sitzt gegen eine Wand gelehnt auf dem Boden. Ein dümmliches Grinsen ziert sein Gesicht. Hallo? Alles in Ordnung, Kumpel? Marie. Ja, fein, Marie. Er scheint noch unter dem Effekt des Freudensturms zu stehen. Seine Schulter berühren. Als du den Mann berührst, öffnet er die Augen. Für einen kurzen Augenblick schaut er dich freundlich an. Was soll das, Mann? Ich hab mit meiner Hündin gespielt. Was? Ach, vergiss es, du Idiot. Ich hab nicht viel Zeit. Ich hab einen wichtigen Job zu erledigen. Steck dir deinen Job sonst wohin. Jetzt muss ich auf den nächsten Sturm warten, bis ich sie wiedersehen kann. Wer weiß, wann das ist? Es tut mir leid. Tür zu, niemand scheint zu Hause zu sein. Zum Hauptplatz. Ruhende Frauen. Die Frauen mustern dich misstrauisch. Arbeiter. Der Mann hat die Folgen des Sturms noch nicht überwunden. Okay. Da steht irgendwie eine gruselige Gestalt, Alter. Stand der Frau des Meteorologen. Du siehst verschiedene Geräte auf der staubigen Theke liegen. Die Preise verraten, dass sie nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Die alte Schachtel. Ein alter Mann steht in der Nähe und ruft zum Verkäuferzelt hinüber. Der Stand wird von einer erschöpft wirkenden Frau geführt. Du siehst einen Hoffnungsfunken aufflackern, als sie dich erblickt. Noch so einer. Wenn sie pleite sind und nur mal gucken wollen, können sie gleich Leine ziehen. Die Auslage ist voll, erstaunlich voll, wenn man bedenkt, dass der Meteorologe schon seit 3 geschlagenen Tagen tot ist. Verkaufen Sie die Sachen des Meteorologen? Ja, alle Sachen meines Manns liegen hier. Gefällt Ihnen etwas? Ja, der Wetterregler. Wie bitte? Die Frau kommt näher. Das Gerät, das das Wetter beherrscht. Es steuert die Stürme und so. Haben Sie es schon verkauft? Was tust du da? Du hättest ihr nichts davon erzählen sollen. Ein Gerät, das die Stürme steuert. So was hatte mein Mann? Sie scheint in ihrem Kopf 1 und 1 zusammenzuzählen. Moment mal. Die Frau macht schweigend einen Schritt von der Auslage zurück und hält sich den Kopf. Wie frisch gewonnene Erkenntnis saust ihr durch den Kopf. Ein Gerät, das Wetter beherrscht. Die Auslage schweigend betrachten. An diesem Stand sind Geräte in verschiedenen Größen und Ausführungen ausgestellt. Welches davon beherrscht das Wetter? Ich weiß es nicht. Im Text steht, dass das Gerät viele Schalter und Hebel hat. Die haben alle viele Schalter und Hebel. Vielleicht sollten wir uns die abgenutzten ansehen? Die aussehen, als wären sie täglich in Gebrauch gewesen? Es gibt bis auf 2, die diese Beschreibung zutrifft. Es gibt...
Es gibt zwei, auf die diese Beschreibung zutrifft. Eins links, eins rechts. Hände hoch! Du drehst dich langsam um und siehst zwei Wachen, die ihre Schlagstöcke einsatzbereit in den Händen halten. Das ist er. Er hat versucht, die Sachen meines Mannes zu stehlen. Nehmen Sie ihn fest. Ich habe mich nur umgeschaut. Keine Sorge, gute Frau. Wir kümmern uns darum. Beide Wachen laufen langsam auf dich zu. Ein Gerät schnappen und nach den Wachen werfen. Du schnappst dir das Erstbestgerät und wirfst es nach den Wachen. Leider ist das Gerät mit einem Seil am Stand befestigt. Es schnellt zurück und trifft deine Schulter. Ich glaube, das bringt nicht viel. Lauf lieber. Du hörst, wie ein Schlagstock hinter dir heransaust. Achtung! Bumpf. Etienne! Es wird still und dunkel. Toll. Du öffnest die Augen. Es ist kalt. Verdammt. War ich so lange bewusstlos? Verdammte Wachen, du reibst dir den Hinterkopf, der schmerzhaft pulsiert. Ist noch was passiert, nachdem ich ohnmächtig wurde? Stille. Roderick? Du schaust nach unten, aber der Käfig ist weg. Verdammt! Zurückgelassener Container? Leiche. Du siehst einen reglosen Körper, der mit dem Gesicht nach unten im Sand liegt. Noch jemand, der die Ruhe in der Stadt gestört hat? Die Leiche umdrehen. Der Mann trägt einen Mantel mit einem Aufnäher auf der Brust. Den Aufnäher untersuchen. Darauf steht W204. Außerdem ist darauf das Logo einer Firma namens Red Ram zu lesen. Musste er auch zur Haftstrafe absitzen? Warum sollte er sonst hier sein? Die Taschen durchsuchen. In der rechten ist schon mal nichts. In der linken Tasche findest du Bargeld und ein paar alte ausgeblichene Schecks. Einer davon ist für eine Telefonrechnung. Guck mal, die haben mich einfach wieder rausgeschmissen, die Schweine. Du bemerkst ein Leuchten, das zwischen den losen Wandplatten hindurch scheint. Was ist das denn? Die Inschrift der Platte untersuchen. Du siehst eine unauffällige Inschrift auf der Platte. Verlass dich auf einen Sack voll Ziegel. Na prima. Das weiß ich doch schon. Du bemerkst, dass die Wandplatte nicht ganz an der Wand befestigt ist. Vielleicht kann ich sie bewegen. Kiste. Eine alte Holzkiste. Wir haben kein Brecheisen. Immer noch nicht. Ich kann dir nur Tinte geben. Tinte, Tinte, Tinte. Kiste. Alter, keine Zange. Also die Runde läuft echt nicht gut. Direkt hinter dem Gitter siehst du einen Weg, der aus der Kanalisation führt. Am Gitter rütteln. Da rührt sich nichts. Es verfluchen. Komm schon, du verfluchtes riesiges Metallsieb. Ich muss nur noch an dir vorbei. Nichts geschieht. Wie ein Irrer am Gitter rütteln. Verkacktes Drecksding. Geh auf. Ah. Du zerrst mit aller Kraft an den Stahlstangen, aber es regt sich nicht. Toll. Einfach toll. Ich war so nah dran, aber hier ist wohl Endstation. Dich daran erinnern, dass du auch schon in anderen Situationen Tinte einsetzen kannst. Wie auch in anderen Situationen. Ach, stimmt ja, ich bin Autor. Du zögerst einen Moment, stimmt doch, oder? Das Gitter mit Tinte schwächen. Die Tinte bedeckt die Gitterstange und sie fangen langsam an zu rosten. Weiter, krach. Mit einem leichten Ruck schlägst du die Stange aus dem Gitter und machst dir den Weg frei. Geschafft, ich komme, Roderick. Ah, jetzt sind wir hier. Aber zurück komme ich nicht mehr. Hätte ich schon irgendwo... Ich bin verwirrt. Pass mal auf, ihr Pissfletschen. Ich will mein Ding zurück. Die Leute sind alle weg. Versteckst dich hinter der Ecke und spähst zum Zelt hinüber. Ja, Mr. Nariano, ich bin sicher, er hat nach genau diesem Ding gesucht. Er nannte es einen Wetterregler. Mr. Nariano betrachtet das Gerät in seinen Händen von allen Seiten und versucht herauszufinden, wie es funktioniert. Verdammt, er ist auch schon hier.
Wenn dieses Ding tatsächlich die Stimme beherrscht, glauben Sie wirklich, mein Mann hat so etwas gebaut und uns nichts davon gesagt? All die Jahre? All die Menschen, die den Stürmen umgekommen oder verrückt geworden sind? Er könnte für all das verantwortlich gewesen sein? Ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir wissen nicht, was das Gerät kann. Vielleicht hat der Jemann alles in seiner Macht Stehende getan. Das hoffe ich inständig. Danke, Rhonda. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. Es wäre schrecklich, wenn derart wertvolle Dinge in die Hände eines Fremden fallen würden. Wir sollten das Funkgerät der Frau zerstören. Krach. Dein Schlag zerstört es. Das Funkgerät, was? Dein Schlag zerstört das Funkgerät an der Stange. Die Frau läuft in ein Haus. Geben Sie mir das. Kann es wirklich das Wetter beherrschen? Fragt er unruhig. Natürlich nicht. Warum suchen Sie dann danach? Weiter. Sie haben Land für mich gefunden, sind durch die Kanalisation gekrochen. Er schaut sich deine Kleidung an. Mehr als einmal, wie es aussieht. Dieses Ding könnte über das Schicksal unserer Stadt entscheiden, deshalb kann ich es Ihnen nicht überlassen. Tut mir leid. Mariano macht einen Schritt zurück und drückt den Wetterregler gegen seine Brust. Er wirkt, als wolle er bis zum bitteren Ende darum kämpfen. Dir fällt ein vertrautes Objekt an seiner Brust auf. Halt, das gehört mir. Du deutest auf Rodricks Käfig, der um Marianos Hals baumelt. Wie zum Teufel haben sie den in die Finger gekriegt? Abrupt entfernst du den Käfig von seinem Hals und stopfst ihn in deine Tasche. Mariano zuckt zusammen, er hätte nicht erwartet, dass du so plötzlich auf ihn losgehen würdest. Wir müssen sofort gehen, los. Wieso? Achtung, Bewohner, hier spricht Lindev. Es nähert sich ein Todessturm. Ich wiederhole, es nähert sich ein Todessturm. Beginnen Sie mit der Evakuierung, uns bleiben 10 Minuten. Haben Sie etwas gedrückt? Nein, ich habe nichts angefasst. Wir müssen den Sturm aufhalten. Geben Sie mir das sofort. Niemals. Nariano macht einen Schritt zurück. Sagen Sie mir, wie es funktioniert, dann halte ich den Sturm auf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann versuchen, es herauszufinden. Ich suche die Anleitung. Wozu brauche ich sie denn? Dort draußen fürchten Menschen um ihr Leben und Sie wollen versuchen, es herauszufinden? Zeigen Sie mir zumindest das Display, ich verstehe das sicher. Todessturm in 7 Minuten, Beeilung. An alle Lokführer mit leeren Zügen, nehmen Sie die Bewohner der oberen Viertel auf. Zug 12 blockiert die Ausfahrt, ein Rad ist abgefallen, bewegen Sie den Zug von den Gleisen, er versperrt den Weg. Ich gehe zu Lindev, wir beide werden das lösen, gehen Sie mir aus dem Weg. Ihn schlagen. Du versuchst ihn zu packen, aber aus deinem Augenwinkel siehst du, wie etwas direkt auf dich zufliegt. Die Stahlspitze eines Gehstocks. Brumms. Verdammt, nicht schon wieder. Du fällst kurz bevor du auf den Boden aufkommst, siehst du, wie Nariano die Treppe zum Meteorologiesturm hochsteigt. Du öffnest die Augen und stehst mühsam auf. Endlich, geh in den Turm hoch und hol dir den Wetterregler. Ich weiß nichts von einem Wetterregler. Mein Vater hat mir nichts davon erzählt. Verdammt, falscher Knopf. Ich muss den Sturmmesser überprüfen. Warnung, Todessturm in 2 Minuten. Ich weiß auch nicht. Drücken Sie einfach irgendwas, Mr. Nariano. Deine Kräfte sammeln. Los geht's. Noch ein letzter Anlauf. Wann bin ich hier endlich fertig? Also hier haben wir gar nichts mitgenommen irgendwie, ne? Nariano streitet mit einem jungen Mann und hält dabei den Wetterregler fest. Eine Windböe bläst durch das Fenster herein. Der Sturm ist fast da und es läuft die Zeit davon. Bevor Nariano reagieren kann, verpasst du ihm einen Kinnhaken. Du mischst dich nicht mehr ein. Der junge Mann schaut schweigend zu und drückt sich gegen die Wand, den Wetterregler nehmen. Du nimmst dem bewusstlosen Mr. Nariano den Wetterregler ab. Er hatte die Chance, den Sturm aufzuhalten, jetzt bin ich dran. Der junge Mann drückt sich gegen eine Steuerkonsole mit verschiedenen Messinstrumenten. Überall in der Konsole leuchten rote Lichter auf. 30 Sekunden! Er wirft einen schnellen Blick aus dem Fenster und kneift dann die Augen zusammen. Dutzende Knöpfe und Hebel und nichts ist beschriftet. Was ist das für ein egoistischer Arsch? Der Mann sieht dich mit einem misstrauischen aus 10% Verständnis und 90% Todesangst an. Über dem Display befinden sich 3 große Hebel. Probiere die aus. Ich suche weiter im Text, aber da steht auch nicht wirklich viel drin. Den zweiten Hebel umlegen. 2 Lichter leuchten an der Konsole auf. Neben den Lichtern siehst du 2 Knöpfe. Den ersten Knopf drücken. Weckruf für 4 Uhr aktiviert, informiert dich das Gerät. Der junge Mann sieht dich trübselig an, seine letzte Hoffnungsfunke auf Rettung ist eben verpufft. Den zweiten Knopf drücken. Die gesamte Konsole geht aus und das Gerät sieht wieder aus wie am Anfang.
den dritten Hebel drücken. Das Gerät beginnt zu vibrieren. Weiter. Den ersten Hebel umlegen. Der Hebel klickt laut, als du ihn umlegst. Dann leuchten einige Meldelichter und Knöpfe am Display auf. Mal sehen. Du drehst das Gerät um und versuchst zu verstehen, welchen Knopf du jetzt drücken sollst. Der Wind, der durch das Fenster bläst, nimmt zu und ein seltsamer metallischer Geschmack erfüllt deinen Mund. Du riechst verbranntes Metall. Weiter. Also gut, dann wollen wir mal. Deine Augen schließen und per Zufall einen Knopf drücken. Beten und per Zufall einen Knopf drücken. Schreien und per Zufall einen Knopf drücken. Der Sturm kommt immer noch näher. Beten und per Zufall einen Knopf drücken. Er ist langsamer geworden, aber er kommt immer noch näher. Deine Augen schließen und per Zufall einen Knopf drücken. Er dreht ab. Puh. Mit zitternden Händen legst du den Wetterregler hin und hörst, wie die Jubelrufe der Menschen draußen immer lauter werden. Das war knapp. Das war eindeutig zu viel für meinen ersten Tag. Er hält sich den Kopf. Eine Menschenmenge hat sich vor dem Turm versammelt. Die Leute diskutieren laut, was gerade geschehen ist. Ich habe gesehen, wie der Sturm in letzter Sekunde abgedreht hat. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Er war fast an der Stadt, aber dann war er einfach weg. Ganz ruhig, beruhigt euch. Der Sturm ist fort. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Und was, wenn er wiederkommt? Nun, du betrachtest den Wetterregler in deinen Händen. Wir müssen einfach hoffen, dass er nicht wiederkommt. Warum hat er denn überhaupt den letzten Moment abgedreht? Genau, und warum ist er überhaupt so nah an die Stadt gekommen? Das war das erste Mal. Das ist eine lange Geschichte, aber wir haben ihn vertrieben, keine Sorge. Wir? Wer ist wir? Das war der junge Meteorologe. Du legst die Hand auf die Schulter des jungen Mannes. Lindev, der junge Meteorologe, hat sich selbst übertroffen. Er konnte den Todessturm in letzter Sekunde vertreiben. Die Menge jubelt. Hurra, danke Lindev. Was meinst du mit vertreiben? Das ist unwichtig. Wichtig ist, dass ihr jetzt in Sicherheit seid. Und ich muss jetzt gehen. Bevor du aus dem Buch springst, siehst du zur verwirrten Menge hinüber. Schließlich bemerkst du, dass Lindev dich unverwandt anstarrt. Wirst du das Ding, er deutet auf den Wetterregler, den du dir bereits unter den Arm geklemmt hast, um dich auf dem Sprung aus dem Buch vorzubereiten. Hör zu, Junge. Jetzt zeigt sich endlich, wer du wirklich bist, Etienne. Was, wer ich wirklich bin? Ich brauche ihn. Es ist schwer zu erklären, aber ich brauche ihn dringender. Weiter. Es gibt in deiner Heimat auch Stürme? Solche ganz bestimmt nicht. Dann könntest du das Gerät vielleicht hier lassen. Da wir beim nächsten Sturm sonst keine Chance haben, ihn... Tut mir leid, das geht nicht. Dieses Gerät ist das Einzige, was es verhindern kann, dass ich etwas mir Wichtiges wiederbekomme. Du klopfst dir mit der Faust gegen die Brust. Ach, verstehe. Lindev gibt sich geschlagen. Deine Entscheidung und Bedenken, das Buch verlassen. Es tut mir leid. Ihr seid alle tot. Ihr Ficker. Eieieiei. Es ist alles fertig. Ausgezeichnete Arbeit, Etienne. Ich habe dem Kurier noch nicht einmal den Koffer gegeben und sie rufen schon an? Keine Sorge, meine Handschellenprofi ist auf dem Weg zu Ihnen und wird den Auftrag dann abholen. Er wird Sie im Nu befreien, wie abgemacht. Gut, danke. Nun, es war schön mit Ihnen zu arbeiten. Ja. Ich habe ein Angebot für Sie. Hätten Sie Interesse an ein paar weiteren Aufträgen? Wir könnten über eine Bonuszahlung verhandeln. Nein, danke. Ich habe genug von Stehlen. Also gut, wie Sie wollen. Bis bald, Etienne. Legt auf. Ich habe kein gutes Gefühl. Warum wusste ich das? Hier geblieben. Wo ist das Seil? Fessel ihn. Hey! Ihm nach, schnell! Du fällst in den kalten Sand und deine Häscher in der Nähe. Du willst also die harte Tour, ja?
Verdammt, es ist so kalt hier. Wo ist Vince? Er wartet zur Sicherheit im Wagen. Vince hat die ganze Zeit mit euch gearbeitet? Dieser Schweinehund. Erledige ihn schnell. Ich bereite das Buch vor, damit wir es zum Sammler bringen können. Schaffst du das? Hey, hilf mir mal. Hilft mir mal wer? Gerade habe ich eure Stadt gerettet. Deine Stimme hallt über den leeren Platz. Die Leute schlafen wohl längst. Wie ihr wollt. Ihr kleinen Pissnellen. Tja, das ist ärgerlich, hä? Und einmal kann ich noch. Dann war's das mit euch. Alles in Ordnung? Geht so. In welches Buch wollten sie dich bringen? Moment. Du hebst das Buch auf, das einer der Banditen fallen gelassen hat, und betrachtest den schwarzen Deckel. Der Titel wurde gelöscht. Sie haben einen Sammler erwähnt. Ist das dein Boss? Mein ehemaliger Boss. Du öffnest das Buch und blätterst darin. Willst du etwa hineinspringen? Ich habe da eine Idee. Na, wenn du meinst, ins Buch springen. Unverständliches Gemurmel. Was sagst du? Warum? Alles ist verschwommen und farblos. Wir sind zu tief drin. Wir sind in einem Buch, in einem Buch. Ich bekomme kaum Luft. Ich auch nicht. Ach, guck mal, der ist auch fast menschlich hier schon wieder, ne? Wir müssen so schnell wie möglich den Sammler finden und dann von hier verschwinden. Was ist, unverständliches Gemurmel, deinem Gesicht? Warum, was ist? Du berührst deine Maske. Verdammt, wir müssen uns beeilen. Ich habe keine Tinte mehr, das ist ein Problem. Du bemerkst die Aktenkoffer, die dir bekannt vorkommen. An einem ist ein Etikett zu sehen. Wandler, Rich A, Gegenstand X, Kunde, Harmony Verlag. Was sind das? Aktenkoffer für gestohlene Gegenstände. Ich habe dem Sammler die Bestellung in den Aktenkoffer wie diesen geliefert. Also sind da Gegenstände aus anderen Büchern drin? Glaubst du, es gibt hier etwas Nützliches? Den ersten Aktenkoffer untersuchen? Im Aktenkoffer befindet sich eine alte Stoffpuppe, sowie ein paar rostige Stecknadeln. Ist das, was ich denke, dass es das ist? Ich weiß nicht, was glaubst du denn, was das ist? Eine Voodoo-Puppe? Es sind sogar Stecknadeln beigelegt. Die Puppe nehmen. Du wirst das Gefühl nicht los, dass die Puppe noch nützlich werden könnte. Du nimmst sie aus dem Aktenkoffer und steckst die Stecknadeln vorsichtig in deine Tasche. Schau mal, da ist noch was. Neben dem Aktenkoffer liegen ein vollgestopfter Beutel mit einem Zettel, auf dem steht "später sortieren". Darin findest du einen gefalteten Umhang, eine dunkle Kapsel, einen kleinen Zauberstab und einen alten Besen. Den Zauberstab untersuchen. Auf dem Zauberstab steht "Verwandlungsstab". Verwandelt das Ziel in einen Ovis Aries. Weiter. Klingt geheimnisvoll. Deute damit bloß nicht auf dich selbst. Den Besen untersuchen. Der Besen zittert in deiner Hand. Du hast das Gefühl, er würde gern losfliegen. Sieht aus wie ein fliegender Besen. Den Umhang untersuchen. Du versuchst, den Umhang auszuprobieren, aber sobald deine Hand ins Innere schlüpft, verschwindet er. Der Umhang mitsamt deiner Hand. Aha. Psst. Du ziehst vorsichtig deine Hand zurück und sie wird sofort wieder sichtbar. Ebenso wie der Umhang. Die Kapseln untersuchen. Auf der Kapsel ist ein gelbes Dreieck mit einem biogefährdeten Symbol zu sehen. Kein gutes Zeichen, da steht etwas. Liest Angstgift, verursacht bei Einatmen langanhaltende Panikattacken und Wahnvorstellungen vor Lichteinwirkung schützen. Oh, sollen wir alles mitnehmen? Du versteckst die Kapsel und den Zauberstab in deiner Tasche. Du wirfst dir den gefalteten Umhang über die Schulter und schnappst dir den Besen. Jetzt bist du richtig ausgerüstet. Ich hoffe, ich kann das alles gebrauchen. Suchen wir den Sammler. Halt! Drei Wandler stehen um einen Tisch in einem schilderleuchteten Raum. Sie haben dich noch nicht bemerkt. Hier kommen also die Koffer für die Aufträge her, ja? Wie lautet der Plan? Den Unsichtbarkeitsumhang überziehen. Du breitest den Unsichtbarkeitsumhang aus und ziehst ihn über deine Kleidung. Scheint zu funktionieren. Und nun? Am Raum vorbeischleichen? In den Raum hineingehen. Warum tust du das? Was, wenn es dort etwas Nützliches gibt? Du schleichst auf Zehenspitzen in den Raum und gehst um den Tisch herum.
Halt, keine Bewegung. Der Mann bleibt abrupt stehen. Da ist jemand. Etwas hat mein Bein berührt. Findet den Eindringling. Die Wandler werden aktiv und durchsuchen den Raum. Du lässt dich überrascht zurückfallen und der Unsichtbarkeitsumhang rutscht zu Boden. Wer zum Teufel bist du? Hallo Jungs, ich arbeite hier. Schlagt Alarm, schnell. Kämpfen. Toll. Ich habe keine Tinte. Autsch. Ein Betäuben hätte ich jetzt gebraucht, wa? Autsch. Ich habe auch nichts zum Heilen. Naja, das wird jetzt nichts mehr. Warum steht da immer noch eine 2? Das heißt dann 2 Schildpunkte dauerhaft. Tja, das wär's. Schnappt ihn euch, Jungs. Der Boss wird mit ihm reden wollen. Verdammt. Du versuchst zu atmen und zum Atem zu kommen. So leicht gebe ich nicht auf. Du sammelst deine Kräfte. Drohend. Mir geht noch nicht die Puste aus. Betäuben. Nochmal. Du bist eh inaktiv. Schön ist, dass man in dem Spiel nicht wirklich sterben kann, ne? So. Was haben wir da drin? Also mal sehen, was es hier Interessantes gibt. Eine Art Waffe vielleicht. Den linken Akten. Die Volopuppe nicht austauschen. Wir nehmen jetzt den rechten. Im Aktenkoffer liegt eine facierte Flasche in Packfolie. Die Flüssigkeit darin ist durchsichtig, aber die Oberfläche schimmert in Regenbogenfarben. Was ist das denn? Neben der Flasche liegt eine Notiz. Du faltest sie auf und liest sie. Ich habe das Wasser des Lebens gefunden, das sie bestellt hatten, aber ich werde nie wieder ein Märchen betreten, für kein Geld der Welt. Was zum Teufel ging im Kopf dieser Autorin vor? Ich erwarte mein übliches Honorar, K. Wasser des Lebens. Ich gehe davon aus, dass es jegliche Verletzung heilen kann. Die Flasche nehmen. Du legst dein vorheriges Artefakt auf den Tisch, entfernst die Packfolie, nimmst die Flasche des Lebens mit. Weggehen. Wo ist sie denn? Da. Nee. Da. Kann ich aber nicht nehmen. Na toll. Du siehst 2 Wandler im Durchgang stehen. Sie scheinen weitere Kisten zu bewachen. Sie reden leise miteinander und können nicht ahnen, dass du da bist. Weiter. Die könnten die Giftkapsel werfen. Du holst aus und wirfst die Kapsel voll Angstgift zu den Wandlern. Sie fällt direkt zwischen die beiden und zerbricht. Die Männer drehen sich abrupt um. Hey, halt du! Du siehst, wie sich die Augen der beiden Männer vor Schreck weiten. Du bist ein Monster! Hilfe! Beide Männer schauen sich panisch um und springen dann über das Geländer in die Dunkelheit. Ich hoffe, es ist nicht allzu hoch. Na, ja, geht noch. Was haben wir denn da? Den linken. Auf schwarz-weißem Stoff liegt ein Aktenkoffer, ein fein geschliffener, scharfe Sense, die eine gewisse Kühle ausstrahlt. Gevatter Tod ist also in irgendeinem Buch ohne seine Sense unterwegs? Scheint so. Im Aktenkoffer befindet sich eine kleine Kiste, die von einer flirrenden, blauen Aura umgeben ist. Was ist das denn? Du stupst die Kiste vorsichtig mit deinem Finger an. Die blaue Aura umschließt unmittelbar deine Hand. Sie kribbelt. Ist das so eine Art Energieschild? Der könnte im Kampf nützlich sein.
Lass uns die Sense mitnehmen. Also ich hätte das Wasser ja getrunken, ne? An deiner Stelle. Bücher. Ein Stapel Bücher, darunter auch die, in die ich gesprungen bin. Der Bibliothekar. Der Bibliothekar arrangiert Bücher und würde wahrscheinlich nicht einmal einen Atomschlag bemerken. Kurioser Typ. Die Wachen bemerken dich auf die Entfernung und versperren dir den Weg. Was ist das für ein Lärm da drüben? Gibt es da ein Problem? Den Zauberstab einsetzen. Du ziehst den Zauberstab aus der Tasche und deutest damit auf den nächsten Wandler. Oh, wie ist Aries? Ein strahlblauer Energie stößt aus dem Zauberstab hervor und trifft den Wandler in der Brust. Im nächsten Moment steht ein Schaf, wo er eben noch stand. Oh, stimmt, Ovis Aries ist der lateinische Name für ein Hausschaf. Ich dachte, das wäre ein Zauberspruch. Die anderen Wandler haben bereits eine Kampfhaltung angenommen und bereits im Angriff. Ovis Aries, du deutest mit dem Zauberstab auf den nächsten, aber nichts geschieht. Ein großer Riss ziert den Kristall am Ende des Zauberstabs. Ach, nutzloses Stück Scheiße. Die anderen Wandler nehmen gleichzeitig eine Kampfhandlung ein. Was macht die Sense? Töte sofort. Alter. Der kann mir Tinte absaugen? Nix. Ja, euch betäuben wir erstmal zu Tode. Wen kann ich denn... Dich sauge ich erstmal aus. Autsch. 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 Daneben. Der kann heilen. Den müssen wir jetzt nie verpassen. Weg mit dir. Hier wird nicht geheilt. Du, die wissen nur Fähigkeiten, finde ich super. Dankeschön. Fast wieder voll. Läuft. Kann man hier noch was suchen? Nö. Also, versteckt vom Boss. Da gehen wir jetzt hin. Aha. Guten Tag, der Herr. Na gut, ich gebe auf. Schlagen Sie mich nur nicht. Er grinst selbstgefällig. Nehmen Sie mir die verdammten Handschellen ab. Du packst ihn an der Kehle. Ah, es gibt da ein kleines Problem. Meine Handschellenknacker hat sich heute freigenommen. Seine Tochter ist krank. Er lügt. Ich weiß. Sagen wir doch, ich melde mich bei Ihnen, wenn er Zeit hat, okay? In ein paar Tagen. Du schlägst ihn. Halten Sie mich für einen Dummkopf? Also wenn Sie eine ehrliche Antwort wollen, Sie haben mir versprochen, Sie abzumachen, also halten Sie sich daran. Aber Sie haben sich nicht an Ihr Versprechen gehalten. Ich halte es gerade jetzt. Du drückst seine Kehle stärker zu. Ganz ruhig, Sie Idiot. Keiner außer der Schriftstellerpolizei kann Sie abnehmen. Glauben Sie wirklich, meine eigenen Leute würden in Handschellen rumlaufen, wenn ich sie abnehmen könnte? Wenn ich das könnte, würde ich mir mit geklauten Artefakten ein ganzes Imperium aufbauen und nicht in diesem miefenden Lagerhaus versauern. Moment mal, ich dachte, du hättest Beweise, dass er das tun könnte. Ein Freund hat mir von ihm erzählt. Warte, Vince hat mir von ihm erzählt. Und dann habe ich erfahren, dass er einer ihrer Schergen ist. War das alles Teil ihres Plans? Also das hier war jetzt nicht Teil meines Plans, er reibt sich die Kehle. Sie werden meine Handschellen entfernen. Ich weiß nicht wie, aber das ist jetzt Ihr Problem. Und wenn nicht? Werden Sie mich umbringen? Eine Figur, er zwinkert die provokant zu. Dabei sind Sie doch jetzt eine von den Guten, nicht wahr? Einigermaßen zumindest. Du drückst seine Kehle mit aller Kraft zu und schaust ihm in die Augen. Wollen wir doch mal sehen, ob ich wirklich einer von den Guten bin. So richtig ernst macht mir das nicht, wenn ich ehrlich bin. Bringen wir das hier zu Ende, schnell zu Ende. Ich hab noch was vor.
Ein paar wichtige Leute kommen bald her und ich werde heute eine ganze Menge Zeug an sie verscherbeln. Du drehst dich um und siehst hinter der offenen Tür eine gestapelte Behälter. Ja genau, dachtest du, ich hätte die Däumchen gedreht? Ich mache heute das Geschäft des Jahrhunderts. Sind die Behälter voller gestohlener Gegenstände? Randvoll. Ich will mir gar nicht ausmalen, was geschieht, wenn alle auf den Markt kommen. Er schaut kurz auf einen Monitor, der zeigt, wie seine Schergen in eure Richtung gerannt kommen. Du hast recht, wir sollten das jetzt zu Ende bringen. Ihm bei der Essenz packen. Du presst deine Hand tiefer hinein und versuchst nicht den Nacken des Sammlers zu greifen, sondern seine Essenz. Du spürst einen alten Zettel, deine Finger fahren über den Text, der dort vor vielen, vielen Jahren mit alter Tinte geschrieben wurde. Halt! Langsam ziehen. Ich kann den Handschellenknacker anrufen. Gleich morgen, ja, früher kann ich es nicht einrichten. Wir werden ihnen die Handschellen abnehmen und sie sind frei. Sie können so viel schreiben, wie sie wollen. Seine Schergen sind fast da. Es tut mir leid, ich lasse nicht zu, dass mir das nochmal passiert. Du greifst dein Papier mit beiden Händen und ziehst es zu dir. Was machst du da, Etienne? Keine Sorge, ich mach das nicht zum ersten Mal. Oh nein. Du merkst, wie der Kunde sich langsam von der Welt des Buchs abhebt und deplatziert wird. Verdammt, werden uns seine Schergen nicht nachjagen? Sie haben keinen direkten Weg ins Buch, außerdem wird ihnen nicht gefallen, was sie dort erwartet. Du ziehst weiter am Papier. Es kostet mehr und mehr Mühe, daran zu ziehen. Was ist los? Du kannst jetzt nicht aufgeben. Nein, ich gebe nicht auf. Fester kann ich nicht ziehen. Und jetzt? Sie stehen schon draußen. Jetzt bedienen wir uns einer weiteren Kraft. Du beugst das Knie und machst dich bereit, nach oben zu springen. Du stößt dich ab. Du hörst ein unfassbar lautes Reißen, so laut, dass die ganze Welt es gehört haben muss. Mit einem dröhnenden Geräusch trennt sich das Papier in deinen Händen vom Buch und fliegt mit dir nach oben. Verdammt, ich glaube, ich habe mir wieder das Knie verrenkt. Was zum Teufel war das? Ach, wo zum Henker bin ich? Was haben sie getan? Er schaut sich um. Das werden sie schon noch erfahren. Der Sammler springt plötzlich auf und zielt mit seiner Pistole auf dich. Sie ist antik und mit Wellen geschmückt. Bringen Sie mich zurück. Hey, ganz ruhig, beruhigen Sie sich. Etienne, rücken Sie mein Buch raus sofort. Wo ist mein Buch? Ich befürchte, das würde nichts bringen. Hey, mach besser keine Scherze. Sie haben sicher gehört, was ich getan habe. Schriftsteller, Polizei, keine Bewegung. Hey, Sie, lassen Sie die Waffe fallen. Keinen Schritt weiter oder ich erschieße ihn. Inspektor, das ist Leroy Rushen. Der Sammler? Was zum Teufel geht hier vor sich? Etienne, wie sind Sie in diese Sache verwickelt? Oh, hallo, Inspektor. Moment mal. Wie haben Sie mich erkannt? Sie tragen denselben Mantel wie bei Ihrer Vernehmung. Verdammt, ich habe mein Gesicht verändert, aber vergessen, einen anderen Mantel anzuziehen. Ich warne Sie. Mich kriegen Sie nicht lebend, er zielt mit seiner Waffe auf die Polizeibeamten und dann wieder auf dich. Und pfeifen Sie Ihren kleinen Schriftsteller zurück, ich kann ihn sehen. Er grinst hämisch. Er hebt die Hände und blickt zum Inspektor. Er wartet auf ein Signal. Also, wir werden uns sicher einig und dann wird alles gut. Wo ist mein Buch? Ich bezweifle, dass wir mit Ihnen eine Einigung finden werden, Dieb. Ruhe! Nein, wir machen einen Deal. Ich werde ungestraft davonkommen. Sie werden angeklagt, 1000 Objekte gestohlen zu haben und jetzt, da ich sie habe, werden sie sich nicht mehr herausfinden. Das reicht. Er wendet sich plötzlich dir zu. Das ist alles ihre Schuld, sie Schweinehund. Das Geräusch eines Schusses verhallt. Etienne, du schließt die Augen. Scheiße. Du öffnest die Augen und schaust runter. Das Metall von Roderick's Käfig hat dich vor der Kugel bewahrt, aber es ist nicht mehr viel von ihm übrig. Du siehst darin einen kleinen zerfledderten Zettel. Derek, Sie Vollidiot, ich habe doch gesagt, Sie sollen den Mund halten. Sorry, Inspektor. Geht's Ihnen gut, Wandler? Und jetzt Sie, Hände hoch. Du beachtest die Überbleibsel des Zettels in deiner Hand. Zwingen Sie uns nicht, Gewalt anzuwenden. Ganz ruhig, er steht nur unter Schock. Etienne, am besten kommen Sie mit uns. Wir reden auf der Wache über alles, in Ordnung? Moment, was hat er in der Hand? Das ist eine Figur. Und keine aus diesem Buch. Etienne, haben Sie den Verstand verloren? Sie tragen in Ihrer aktuellen Situation eine gestohlene Figur bei sich? Derek, ich kann so eine losgelöste Figur nicht greifen. Rufen Sie Verstärkung. Du
schubst den Inspektor. Sein Kopf stößt gegen Derek, der mit geschlossenen Augen rückwärts taumelt. Verdammt! Aus dem Buch springen. Figur Leroy Roshan, auch bekannt als der Sammler, wurde von den Schriftstellerpolizei gefasst. Im Folgenden wurde er zum Tod verurteilt. Eine ganze Reihe an Schriftstellern, die mit seiner Hilfe aus Büchern gestohlenen Gegenstände kauften, Plagiate, wurden ebenfalls festgenommen. Etienne Quist wurde 5 Minuten nach seiner Flucht gefasst. Er hat die unbekannte gestohlene Figur nicht bei sich. ...28 Jahre später. Also, ich glaube, das ist sein Haus. Deine Verkleidung abnehmen. Du erfährst mit der Hand über dein Gesicht. Also gut, jetzt bin ich bereit. Eingangstür. Die Bücher stehen ordentlich in den Regalen. Sir? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich heiße Etienne. Er wartet darauf, dass du fortfährst. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an mich. Wir haben vor langer Zeit mal zusammengearbeitet. Daran kann ich mich nicht erinnern. Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Ich bin mir sicher. Wir waren sogar Partner. Ich weiß nicht. Ich wollte nur wissen, wie du dich fühlst. Er schaut sich fragend um. Mir geht es gut, denke ich. Sollte ich mir Sorgen machen? Erinnerst du dich an deinen Namen? Natürlich. Und daran, wo du lebst? Baker Street. Sehr gut. Ich musste wegen deiner Verletzung ein paar Änderungen machen. Verletzungen, Sir? Ja, aber scheint alles gut gegangen zu sein. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ich bin wieder da. Watson, er nickt dem Mann aus dem Fenster zu. Holmes, er nickt zurück. Und Sie sind Herr? Er sieht dich fragend an. Ich wollte gerade gehen, entschuldigen Sie die Störung. Kennen Sie diese Person, Watson? Ich weiß es nicht sicher. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht, Sir? Ja, Entschuldigung nochmals, die Störung. Weggehen. Wir haben ihn einfach in Sherlock Holmes verwandelt. Nun, Zeit zurückzukehren. Freut mich, dass es dir gut geht, mein alter Freund. Das Buch verlassen. Ich glaube, das hat funktioniert. Tja, Roderick, ich muss ein paar Dinge auf den Grund gehen. Ich musste so viele Bücher durchsuchen, bis ich das Richtige gefunden habe. Ich bin irgendwie eingemauert. Die endgültige Berechnung lautet wie folgt. Anfängliche Strafhöhe, Entnahme einer Figur Amanda Mitchell, 30 Jahre. Hilfe bei der Ergreifung eines besonders gefährlichen Verbrechers, minus 3 Jahre. Flucht vor der Polizei, plus 2 Jahre. Freiwillig in Gewahrsam begeben, minus 1 Jahr. Zu verbüßende Zeit, 28 Jahre. Etienne Quist, Glückwunsch zum erneuten Status als professioneller Schriftsteller. Morrock Verlag bestätigt hiermit, dass Sie Ihre 28-jährige Strafe vollständig abgeleistet haben. Sie können nun in der Zentrale der Schriftstellerpolizei Ihre Handschellen entfernen lassen. Bitte finden Sie anbei eine genaue Berechnung Ihrer verbüßten Strafen. Okay. Das war The Bookwalker. Thief of Tales. Ziemlich gutes Spiel, hat mir sehr gut gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Ich habe jetzt einen ziemlich kratzigen Hals, ich muss erstmal was trinken. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und denkt mal, das hilft mir beim Algorithmus und ist natürlich umso besser. Vielen Dank fürs dabei sein. Ciao.